Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Videopodcasts. Ich bin die Susanne und bei mir geht es ums Handarbeiten. Hauptsächlich ums Stricken, auch mal ums Spinnen oder Färben oder was sonst noch so alles daherkommt oder mir gerade einfällt oder mich interessiert. Ja, ich habe es letztes Mal wieder vergessen, möchte es aber quasi jetzt gleich an den Anfang setzen. Vielen, vielen lieben Dank für eure lieben Kommentare. Das freut mich wirklich immer sehr, egal ob es hier unter dem Video oder per E-Mail oder auf welchem Weg Sie mich erreichen. Ja, ist immer, immer schön. Und ja, danke auch für eure Anregungen und Tipps und Tricks bezüglich meiner Frage, was ich denn mit meiner ganzen tollen Opal-Sockenwolle außer Socken denn noch so stricken könnte. Da gehe ich dann später nochmal ein bisschen drauf ein. Ja, es wird dieses Mal wahrscheinlich wieder ein kurzes Video werden, weil ich sehr monogam gestrickt habe. Dafür habe ich aber auch was fertig bekommen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in die Kamera schaue, dann schicke ich erst recht. Also, naja, seht es mir nach. Meistens schaue ich auf den Bildschirm geradeaus und dann schaut es für euch aus, als ob ich auf die Seite schaue. Aber ich bemühe mich. Ja, ich habe was fertig. Und zwar das Tuch für meine Mama. Ich hätte gehofft, man sieht es hier im Hintergrund so ein bisschen besser, wenn ich das da so hindrapiere. Andere haben da immer so einen tollen Hintergrund, bloß ich nicht. Also, ja, irgendwie. Aber ihr wisst ja, hier habe ich das bessere Licht und auf der Couch, wenn ich aufnehme, habe ich immer auf einer Gesichtshälfte Schatten. Irgendwo muss man Abstriche machen, dafür ist hier der ganze Saustall. Also, unsere Krippe, die habe ich die Woche schon einmal aufgestellt. Und ja, hier sieht man ein bisschen Adventskalender von den Kindern. Aber zurück zum Tuch für meine Mama. Es ist fertig. Und es ist auch schon gespannt und getrocknet. Ich habe es gestern Mittag noch schnell fertig gemacht. Genau, und habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Zeige ich es euch ungespannt, aber dann hätten wir das Muster gar nicht gescheit gesehen. Oder weiche ich es ein und spanne es, aber was mache ich dann, wenn es heute noch nicht trocken ist? Ja, hat sich alles erledigt, es ist nämlich trocken. Also das ist wahnsinnig schnell getrocknet. Genau, so schaut es aus. Eben die Borte, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, bei diesem Tuch strickt man erst die Borte und dann von der Borte aus in die Mitte und hier oben am Nacken ist dann quasi der Schluss. Ja, und ich muss sagen, das Tuch hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Eben dadurch, dass die Reihen immer kürzer werden, statt immer länger. Und was jetzt auch aufgrund des doch so ein kleines bisschen Zeitdruck eben das Tolle war, man hat einschätzen können, wie lange brauche ich denn noch. Also ich habe gewusst, wie lange habe ich denn für, keine Ahnung, den ersten Mustersatz in der Höhe gebraucht, wo ich halt am meisten gestrickt habe. Und dann habe ich gewusst, okay, das hast du jetzt in der und der Zeit geschafft und es wird ja immer weniger und immer schneller. Also habe ich dann schon gewusst, ich schaff's. Und es waren jetzt tatsächlich genau 4 Wochen. Habe ich nämlich hier in meinem, gerade noch mein Projektbuch geschrieben, das ich mir ja bei der lieben Annette von, die liebe Annette aus München abgeschaut habe. Sternenelfin. Also jetzt geht's aber los. Genau. Und das waren eben genau 4 Wochen. Und was jetzt für mich für so ein Tuch schon echt schnell ist, und ich habe ja auch nicht nur daran gestrickt. Ich habe ja auch an meiner Decke und an den Socken ein bisschen gestrickt. Genau. Ja, und ich habe gewusst, ich vergesse wieder, mir irgendwas herzulegen, nämlich das Buch, aus dem die Anleitung ist. Ich hole es gerade schnell. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Also, genau, zu dem Tuch. Das Tuch ist aus diesem Buch, Book of Hats. Und zwar das Tuch, ich glaube, die Seite kann ich so herzeigen. Das Tuch, ja, Holland, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, ob das mit dem Holland, dem Land zu tun hat. Also jedenfalls, hier ist das Bild. Die Anleitung von der Donna Smith.
aber bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, als Einzelanleitung auch bei Ravelry. Genau. So schaut es von hinten aus. Genau so, wenn ich es euch zeige, glaube ich, geht das. So schaut es von hinten aus. Ja, was ich jetzt auf dem Bild nicht ganz gesehen habe, eigentlich. Niemand, man sieht es wirklich nicht, finde ich. Ah, ja, hier, also, was ich jedenfalls nicht gesehen habe, ist, dass das Kraus rechts gestrickt ist. Hätte man sich mal die Anleitung durchgelesen und Gedanken drüber gemacht und nicht einfach drauf losgestrickt, dann hätte man das natürlich auch gespannt. Und erst habe ich mir so gedacht, eigentlich hätte mir das jetzt in glatt rechts besser gefallen. Aber es ist jetzt einfach so und vor allem, also mir gefällt es auch in Graus rechts. Gestrickt habe ich das Ganze aus der Wollmeise Lace in der Farbe Traubenhyazinthe. Genau, ihr seht schon, es ist noch genug übrig. Ich habe das hier so zusammengebunden. Verbraucht habe ich 122 Gramm, das sind 640,5 Meter rein rechnerisch. Genau, also ich habe noch über die Hälfte übrig, das heißt, es gibt noch mal ein ganz tolles, ja, Tuch oder vielleicht auch mal irgendwie Jäckchen oder na, mal gucken. Mal gucken. Gestrickt habe ich es mit 3,5er Zing-Nadeln. Zing sind ja momentan so meine Lieblingsnadeln. Was gibt es noch dazu zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Genau, einfach strikt nach Anleitung. Das Tolle in dem Buch ist, da sind die Anleitungen drinnen ausgeschrieben und mit Charts. Also zumindest jetzt bei dem Tuch. Und also ich stricke ja lieber nach Chart. Ich habe dann die letzten 5 Reihen, irgendwie musste man nach der ausgeschriebenen Anleitung stricken. Da haben wir gedacht, was und wo bist jetzt? Und ich verrutsche dann da immer in der Zeile und so. Also mir sind Charts wesentlich lieber. Aber das ist eben das Tolle an dem Buch, das ist quasi, oder an der Anleitung jetzt, das ist für jeden. Der eine so, der andere so. Ja, ich habe einen ganz, ganz, ganz groben Fehler gemacht, der mich ganz doll ärgert. Aber ich habe es leider erst gemerkt, wo ich dann schon irgendwie hier war. Und zwar, wahrscheinlich sieht man es gar nicht. Also ich muss jetzt sogar selber suchen. Ja. Also ihr seht schon, man sieht es gar nicht. Und also wie gesagt, mir ist es ja auch erst aufgefallen, nachdem ich schon das halbe Tuch fertig gestrickt gehabt habe. Wo ist er denn jetzt? Na, umso besser, wenn man es nicht sieht. Nee. Also jetzt sag mal. Muss doch hier irgendwo sein. Ja, gut, also ich bin froh, dass ich ihn jetzt selber nicht mehr finde. Das ist ja witzig. Ich finde ihn jetzt gerade selber nicht mehr. Also jedenfalls, ich hatte an der Borte, die Borte ist ja auch kraus rechts gestrickt, und ich habe es an der Borte geschafft, also eine so eine Spitze ist immer ein Mustersatz. Von dieser Spitze quasi hierher. Das sind immer, was waren es denn, 8 Reihen. Das ist ein Mustersatz. Eben auch in Graus rechts. Und ich habe es leider geschafft, einen Mustersatz in glatt rechts zu stricken. Wie auch immer. Ich kann auch nicht mal sagen, ob es am Anfang war, wo ich das Muster noch nicht so intus hatte. Oder am Schluss, wo man sagt, oh, kann ich ja, weiß ich ja, brauche ich hier nicht mehr aufpassen. Ja, aber ich finde es jetzt schlichtweg selber nicht mehr. Also insofern. Wird es dann wohl auch nachher niemandem auffallen? Nee, ich finde es nicht. Und also wie gesagt, das hat mich dann schon geärgert, wo ich es gesehen habe. Aber selbst wenn ich keinen Zeitdruck gehabt hätte, dann hätte ich auch das halbe Tuch nicht nochmal aufgerippelt. Nein, nein, nein. Genau. Hier in der Mitte ist auch irgendwie, das ist mir jetzt, wo ich es vom Spannen weggenommen habe. Hier stimmt auch irgendwie was nicht. Aber dafür ist es Handarbeit. Sieht man wenigstens, dass es selber gemacht ist. Ich hoffe, es gefällt meiner Mama, weil wir hatten ja von so einem Farbver, also das Muster gefällt ihr bestimmt, weil das ist ähnlich wie das sie hängen sehen hat. Und wir hatten zwar da von einem Farbverlaufsknäuel gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass ihr das Tuch genauso gefällt. Das ist, ich weiß gar nicht, ob man es beim Licht gescheit erkennen kann. Das ist so ein bisschen eben so, ja, Türkis-Petrol, ein bisschen lila, ein bisschen dunkelblau.
Ja, das changiert so von einer Farbe in die andere. Ja. Also wie gesagt, das hat total Spaß gemacht zum Stricken. Und also ich denke, wenn ich mal wieder so ein klassisches, ja, klassisches Lace-Dreieckstuch stricke, dann werde ich schauen, dass ich da wieder so eins stricke, wo die Reihen kürzer werden und nicht immer länger. So, ich muss es nur gleich ordentlich zusammenlegen, weil eben frisch gespannt. Oh, da ist noch ein Faden. Den muss ich nur abschneiden. Ja, also das war jetzt quasi so das Hauptprojekt der letzten 2 Wochen. Ja, ein bisschen weitergegangen ist es an den Sockeln für meine Cousine. Also da bin ich jetzt auch schon um die Ferse rum. Bin ich jetzt auch schon um die Ferse rum und habe hier so ja, ein paar Reihen. Na, wie halte ich es denn am besten? So ein paar Reihen nach der Ferse habe ich gestrickt. Also da fehlt im Endeffekt noch der Fuß. Aber da bin ich jetzt auch sehr zuversichtlich. Also heute ist Mittwoch. Das heißt, ich habe noch heute Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und theoretisch auch noch ein bisschen an Heiligen Abend. Also ja, da bin ich jetzt sehr zuversichtlich, dass ich da den Fuß auch noch fertig kriege. Die werdet ihr dann, wenn es so ist, fertig nicht mehr sehen. Aber ich habe euch ja letztes Mal schon den ersten fertigen gezeigt. Genau. Hermines Alltagssocken ist die Anleitung kostenlos auf Ravelry. Ich habe das Bündchen eine Reihe rechts, dann immer eine rechts verschränkt, eine links. Ja, das Muster, meine Shadow Wrap Ferse am Fuß unten glatt rechts, oben das Muster und die Schneckenspitze. Sternchenspitze, nicht Schneckenspitze. Sternchenspitze. Und die Wolle ist von mir selbst gefärbt, der Atelier Zitron. Die hat sie sich ausgesucht bei mir. Und ja, genau. Und stricken tue ich das Ganze auf dem Crazy Trio, der sich ja, was heißt geschenkt, ertauscht habe quasi. Und ich stricke nach wie vor sehr gerne damit. Ich war ja auch wieder der Held schlechthin. Ich habe, das muss ich euch erzählen, ich habe beim ersten Socken, ich zeige euch den ersten Socken, den kann man schöner hier zeigen. Also ich bin ja eine, das habe ich schon mal erzählt. Ich packe mal das andere mal weg. Ich bin ja eine, die nicht nach Zentimetern, sondern nach Reihen strickt. Also ich zähle grundsätzlich immer die Reihen. Gibt ja solche und solche, also ich zähle. Und jetzt besteht ja hier ein Mustersatz aus einfach nur 4 Reihen. Also einmal mit Mustern, einmal glatt rechts drüber. Und ich hatte nach dem Bündchen 14 Mustersätze gestrickt. War ich mir sicher, habe ja auch mitgezählt. Und dann stricke ich die Ferse und habe 4 Zwischenrunden, damit ich quasi einen kompletten Mustersatz für diese Zwischenrunden, also in der Anleitung für die Ferse heißt es ja 3 oder mehr Zwischenrunden, da habe ich 4, damit das mit dem Mustersatz hat mir besser gefallen. Und strickt dann wieder weiter und stell fest, jetzt ist aber die erste Reihe nach der Ferse nicht die erste Reihe des Mustersatzes, sondern die dritte. Ja, hast du dich verzählt? Ist ja wurscht. Sind es halt für den Schaft 13,5 Mustersätze. Und irgendwie kam es mir aber komisch vor. Und ich habe immer wieder nachgezählt und nachgezählt. Bloß blöderweise hatte ich natürlich dann hier keinen Markierer. Und ich tue mir dann oft schwer, dass ich da so in der Reihe rübergehe und sage, ja, wo war jetzt? Und dann sind das die Zwischenrunden und dann geht es hier wieder weiter. Also ich komme da immer irgendwie durcheinander. Deswegen hängt bei dem anderen Socken jetzt auch der Markierer, wo quasi die Ferse fertig war. Naja, jedenfalls irgendwie hat es mal keine Ruhe gelassen. Ich habe dann immer mal wieder geschaut und nachgerechnet und Ding. Und war mir dann sicher, ich muss 13,5 Mustersätze stricken. Da läuft gerade meine Schwiegermama durch den Garten, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Es kann sein, dass es jetzt dann gleich klingelt. Die wollte irgendwas von mir, hat mein Mann gesagt. Naja, genau, also. Und dann wirklich, wo ich bei der zweiten Socke eigentlich kurz vor der Ferse war, wo ich diese 13,5 Mustersätze gestrickt gehabt habe, hat es auf einmal Klick gemacht. Dadurch, dass ich es ja nur auf 2 Nadeln und nicht auf 4 strick und die Ferse ja dann quasi nicht über die vierte und erste Nadel strick, wie man es normalerweise macht, sondern halt über eine, also deswegen ist auch der Anfangsfaden hier an der Seite und nicht hinten,
habe ich natürlich dann hier das Weiterstricken angefangen an der zweiten Nadel. Und da beginnt natürlich der Mustersatz nicht so, wie er halt eigentlich ursprünglich beginnt. Also es waren dann, lange Rede, kurzer Sinn, es waren dann doch 14 Mustersätze und ich habe es zum Glück rechtzeitig gemerkt. Aber gell, so blöd ist man manchmal. Und sowas kann mich ewig beschäftigen, wenn ich mir denke, es kann doch nicht und muss doch und ist wirklich, kann ich mich ewig damit beschäftigen. Ich nehme mal einen Schluck. Ich habe heute einen Tee in meiner Schaftasse. Es ist der heutige Adventskalender-Tee. Frucht- und Zitronengras, Waldapfel, Hibiskus. Ja, der geht. Weil, was ich nämlich festgestellt habe, kurze Exkursion zum Tee. Ich habe festgestellt, dass in nahezu jedem Tee Süßholz drin ist. Süßholz oder Süßholzwurzel. Das heißt Lakritz. Und das mag ich gar nicht. Ich hasse Lakritz. Und ich habe da auch noch nie so drauf geachtet, bis mir eben öfter mal bei verschiedenen Tees dieser Geschmack untergekommen ist. Und also jetzt hier bei dem, wenn ich schaue, da ist jetzt eben Süßholz, das steht aber relativ weit hinten. Und wenn ich den so probiere, dann schmeckt man da auch nichts davon. Nee, gar nicht. Bei anderen schmeckt es halt stärker raus, da ist dann mehr drin. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es einen Unterschied zwischen Süßholz an sich und Süßholzwurzel. Also für mich wäre es das eine die Wurzel und das andere, was über der Erde wächst. Ob es da vom Geschmack her auch irgendwie Unterschiede gibt oder warum das dann überhaupt da drin ist. Weil gesund ist es ja schon, das stimmt schon. Aber ich mag halt keinen Lakritz. Naja, oder eben auch zum Beispiel diese Puka-Tees. Ich habe mir jetzt, obwohl Süßholzwurzel drin ist, einen gekauft mit Manuka-Honig. Ingwer und noch irgendwas. Den habe ich aber noch nicht probiert. Es wird ein bisschen besser. Ich tue dann immer ein bisschen Kandis oder einen Honig mit rein, dann wird es ein bisschen besser. Aber das ärgert mich wirklich in letzter Zeit, dass da immer diese blöde Süßholzwurzel mit drin ist. Ja, nur mal so am Rande. dann habe ich noch weiter gestrickt an meiner Decke. Da habe ich euch ja gesagt, das ist quasi mein Adventskalender. Ja, ich kann sie schon fast nicht mehr zeigen. Also, hier bei dem Anhänger hatte ich ja angefangen, quasi am 1. Dezember. Jetzt ist schon, ich muss mir echt überlegen, wie ich die hier zeige. Also, es ist jetzt hier die eine Reihe komplett fertig und drei Quadrate der nächsten Reihe. Und am anderen Ende ist logischerweise auch die Reihe komplett fertig und zwei Quadrate. Ich stricke ja immer von außen nach innen. Das habe ich ja letztes Mal schon zu erklären versucht. Ich hink gerade 2 Tage hinterher, weil ich Freitag und Samstag zu gar nichts gekommen bin, strickmäßig. Das kann ich euch nachher noch erzählen, was da war. Genau, also 2 Tage und heute. Dafür habe ich aber gestern 2 Quadrate, nachdem ja jetzt das Tuch fertig war, habe ich dann gestern 2 Quadrate gestrickt. Also ich habe schon wieder einen Tag aufgeholt. Und ja, heute werde ich mich ein bisschen den Socken widmen, aber zumindest ein Quadrat, damit ich nicht noch weiter hinterher hink. Ja, das war's zum Stricken. Dann habe ich noch was gekauft und was gekriegt. Was habe ich gekauft? Ich habe zum einen gekriegt 1 Kilogramm weiße Alpaka-Wolle, Rohwolle. Von meiner Schwägerin, der irgendwie ein Kollege, die haben Alpakas und die hatte mich schon mal gefragt, ob ich da Interesse dran hätte. Ja, und die haben dann eben geschoren und da kam jetzt die Lieferung. Ich habe es nicht da, ich habe es auch noch nicht irgendwie, also ich habe es mal aufgemacht und den Flausch gefühlt, oh, so flauschig, ganz toll. Aber mehr ist damit noch nicht passiert. Also das wird dann erst nach Weihnachten soweit sein. Und wenn ich das, ja, ich überlege, ich denke, ich werde es doch kardieren. Also, bei Alpaka-Wolle ist es schon so, dass man die eigentlich nicht waschen muss. Habe ich mal gelesen, weil da nicht so der Dreck drin hängt, oft wie bei den Schafen. Und die haben, glaube ich, auch nicht so viel Lanolin. Und das Lanolin ist ja das, was die Hände pflegt. Also, das ist ja schon schön beim Spinnen dann. Und da hieß es eben auch, man muss es auch nicht kardieren. Man kann es quasi direkt aus der Flocke, also so wie es halt ist, spinnen.
Und das habe ich aber schon mal mit einer kleinen Probe vom schwarzen Alpaka probiert. Aber das wird dann, also nee, irgendwie, es ist schon länger her, aber ich musste dann da so viel Drall drauf geben, dass mir das nicht auseinanderrutscht, dass es dann eigentlich eher zu drahtig ist. Wobei da waren auch viele so Grannenhaare, die oberen, die stacheligen. Weiß nicht, ob das bei Alpakas auch so heißt, aber bei Schafen heißt es so. Also ja, also ich denke, ich werde es kardieren und dann fällt da auch schon ein bisschen Dreck mit raus. Und dann, ja, also ich werde auch nicht das ganze Kilo, sondern halt erstmal ein kleines Probestückchen kardieren und dann verspinnen und dann, ja, werde ich weiter berichten. dann habe ich mir aber auch noch eine strandfertige Alpaka-Wolle gekauft. Und zwar von der Firma Kremke. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. 100% Alpaka, super fein, 26 Mikron und das sind 366 Meter auf 100 Grau, 100 Grau, 100 Gramm in einem, ja, so Mittelgrau. Es gab es noch heller und es gab auch noch Anthrazit und ich habe mich quasi für die mittlere Variante entschieden. Das haben wir gekauft in München bei Manufaktum. Da hatte ich euch erzählt, wo ich von unserem Urlaub in Hamburg erzählt habe, dass wir da in so einem Geschäft waren, wo du schlichtweg alles kriegst. Füller für 300 Euro, genauso wie ein Hackebeil oder Samen für den Garten und Küchenzubehör und Ledertaschen für den entsprechenden Preis und daneben dann quasi altes Kinderspielzeug. Und mein Mann hat dann schon mal gesagt, in München gibt es den auch. Und dann sind wir letztens zufällig dran vorbeigelaufen und dann habe ich mir. Ich zeige euch mal die Adresse, wenn es scharf stellt, wenn man es lesen kann. Also Manufaktum, Dienerstraße 12. Das ist, wenn man vom Marienplatz Richtung Residenz geht. Genau, da sind wir dran vorbeigelaufen. Ja, und ich habe die Wolle erst gar nicht gesehen, weil wir sind auf der einen Seite quasi nach hinten und auf der anderen wieder nach vorne. Und beim wieder Vorgehen habe ich es dann gesehen. Ja. Und die Johanna hat dann schon, Papa, die Mama hat Wolle gesehen. Aber ich habe mir dann nur den einen Strang mitgenommen, weil ich mal gedacht habe, da werde ich mit der schönen Opalwolle mal eine Mütze draus stricken. Ähnlich wie es jetzt die Kerstin Fililou strickt, macht hat, eben so eine Fährellmütze. Und weil ja die Opalwolle sehr kratzig ist, so toll wie sie ist, aber sie ist halt einfach nicht flauschig. Ich habe immer gedacht, wenn ich das mit so einem schönen flauschigen Alpaka, dann gibt sich das vielleicht gegenseitig ein bisschen. Also, dass das Kratzige ein bisschen gedämpft wird. Schauen wir mal, probiere ich jetzt einfach mal aus. Genau. Und dann habe ich mir, nee, das war nicht beim Hugendubel, das war bei dem Idee, diese großen Handarbeitsgeschäfte oder Bastelgeschäfte. Habe ich mir noch dieses Büchlein mitgenommen. Da waren so süße Sachen drin, eben so die Pinguine und die Cupcakes und also ganz, ganz süße Sachen waren da drin. Guck mal da, Pinguine und Robben. Ja, das habe ich mir mitgenommen, weil das war einfach so nett, dass ich mir gedacht habe, ja, so Tintenfische hier, die, ja, die Seepferdchen, ja, waren einfach. Zu süß, musste einfach mit. ja, genau. Dann ist noch ganz frisch eine Bestellung eingetroffen von der Wollust. Die Wollust hat ja auch jeden Tag einen Kalender. Da gucke ich auch mal ganz brav rein. Und ich hatte euch ja schon einmal erzählt, dass es Anfang Dezember von Opal eine neue Serie gibt nach Werken von Claude Monet. Und die hatten die dann bei der Wollust. Also da habe ich damit gerechnet, weil die haben immer die Opalwolle. Und dann habe ich darauf gewartet, bis in diesem Kalender mal versandkostenfreie Lieferung quasi das Türchen war und habe bestellt. Und zwar, also es gibt insgesamt 7 Knäule. Ich habe jetzt mal die 3 bestellt. Und ich finde sie schön. Also ich finde sie so, ich finde, und also allein schon, weil auf den Banderolen halt auch immer das Bild drauf gedruckt ist. Das will heute gar nicht scharf stellen, gell? Also, naja.
Aber ich habe nachgeschaut, ich habe das im Januar diesen Jahres erst gekauft. Ich kann nicht zu meinem Mann sagen, ich brauche ein neues Handy. Vielleicht sollte ich es mal runterschmeißen. Naja, nee, zurück zur Wolle. Also ich finde, das ist ja bei den 100 Wasserwollen auch, dass da immer das Bild draufgedruckt ist, auf das sich die Wolle bezieht. Und das ist hier, gibt es da einen Namen dafür? Nee. Sonst haben doch die immer einen Namen, die Bilder. Steht jetzt hier gar nicht drauf. Also die hatten auch auf der, ich habe glaube ich direkt bei Opal auf der Homepage geschaut, da hatten die Namen. Normal stehen die immer mit drauf. Ich sage, es ist vorher frisch eingetroffen, deswegen habe ich es noch gar nicht so genau anschauen können. Ja, nö. Aber auf alle Fälle ist es, das hier ist dieses Bild. Dann eben auch mal was in nicht so ganz meinen typischen Farben. Das wäre dann dieses Bild, so ein Herbstbild. Na, steht nur in Variation nach Claude Monet. Naja, und zu guter Letzt noch dieses. Das ist jetzt dann wieder eher auch so mein Farbschema. Wo ist das Bild? Das hier. Und es ist also wirklich eine schöner wie die andere. Also ich habe echt überlegt, was ich nehme. War ab 25 Euro Versand kostenfrei und das waren 25,50. Und ich habe aber eben, ich hätte ja alle bestellen können, aber ich habe mir gedacht, nein, weil manchmal kommt dann auch sowas bei Bestellungen, legen wir dies oder das oder jenes mit ins Paket. Und dann habe ich mir gedacht, wenn sowas noch kommt, dann bestelle ich halt nochmal ein paar Stränge. Blöd eigentlich, gell? Aber naja. Außerdem ist es dann nicht so viel Geld auf einmal. Genau, das habe ich noch bestellt. Also wie gesagt, kam vorher gerade mit der Post. Und dann hat mich gestern noch ganz ein liebes Paket erreicht. Von der lieben Britta. Ich habe dir auch schon geschrieben, gell? Vielen Dank. Eine Karte. Da hat sie mir ganz süße Sachen reingeschrieben. Ganz wunderbar. Ja, und ich habe es noch nicht ausgepackt. So schaut's aus. Ganz liebevoll eingepackt. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. Und das kam gestern wirklich so zu genau so einer richtigen Zeit, wie es die Karin, glaube ich, in dem letzten Video auch erzählt hat. Manchmal kommen gerade diese Pakete eben genau an einem Tag, wo alles irgendwo nicht so gut läuft. Und bei mir war gestern so ein Tag. Zum einen ist die Johanna wieder daheim, also die ist auch heute daheim, weil sie wieder irgendwie Bauchweh hat. Seit 2 Wochen hat sie ein steifes Knack, tut ihr das Knackweh und sie kann den Kopf nicht mehr gescheit drehen. Dann war auch noch eine Kollegin krank, dann musste ich nachmittags in die Arbeit, nachdem ich vormittags schon mit der Johanna quasi privat dort war. Weil ich gesagt habe, jetzt mit dem Knack, da müssen wir jetzt mal schauen. Aber was will man machen, außer Wärme und mal, wenn es ganz arg ist, Medikament. Naja, und ja, und dann musste ich aber in der Arbeit, also gesagt, ich muss aber um 6 weg, ich muss die Antonia holen. Ja, es wurde dann natürlich 17:15 bin ich weggekommen bin. Und dann hat man noch einen kleinen Weihnachtsumtrunk in der Arbeit. Das heißt, ich bin dann schnell losgefahren, die Antonia holen, kam wieder zurück und dann haben wir da noch einen kleinen Umtrunk gemacht und Brotzeit und Weihnachtsgeschenke gekriegt von den Chefs. Also das war dann schon ganz nett, aber alles in allem war der Tag halt komplett anders als geplant. Tja, so ist es manchmal. Und dann kam eben dieses Paket und das hat mich ganz besonders gefreut. Und also ich habe es nicht geschafft, es gar nicht aufzumachen, wie ihr gesehen habt. Ich muss es zumindest schon mal aufmachen. Und ja, es sind 4 Päckchen drin. Und ich habe jetzt schon überlegt, ich weiß nicht, ob ich es bis Weihnachten noch aushalte, aber vielleicht mache ich einfach ab dem 20., also ab morgen, jeden Tag ein Päckchen auf. Oder ist morgen der 20.? Heute ist der 19., oder? Ich bin total wirr. Ja, genau, der 19. Nicht, dass ich hier den falschen Tee trinke. Ja, also mal schauen, vielleicht mache ich das so, dass ich da jeden Tag schon mal ein Päckchen aufmache. Also, liebe Britta, vielen, vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns in Leipzig, gell? Denke ich. Habe ich dir schon geschrieben. Ja. Soweit, so gut. Ich wollte euch noch den Pulli zeigen, den ich heute anhab, den ich extra für euch angezogen habe, quasi. Das ist
Ich stehe mal auf. Also er hat hier eine Passe. Und dann geht er glatt rechts runter, wobei ich bei den Ärmeln und auch unten beim Bündchen nochmal dieses kleine Muster eingestrickt habe. Das ist nicht original, das ist made by me. Und da kann ich euch auch gleich noch sagen, den Pullover hatte ich letztes Jahr fertig gestrickt am 30.12. Moment, muss ja hier drinnen sein. Winterberries, genau, am 30.12. hatte ich den fertig gestrickt. Das ist eine Drops-Anleitung, die gibt es ja immer kostenlos. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte ihn fertig gestrickt und dann war der Winter vorbei. Das heißt, ich habe ihn kein einziges Mal mehr anziehen können. Ja, so war das letztes Jahr. Ich kann mich noch erinnern, ich bin an Silvester mit der Antonia noch so gegen Mittag irgendwie zum Langlaufen. Das war das einzige, also das erste und letzte Mal in dem letzten Winter. Weil irgendwie vorher kein Schnee oder dann hat man auch mal keine Zeit. Nee, es war einfach auch nicht wirklich der Schnee da. Und dann sind wir noch zum, dann haben sie schon angesagt, es soll regnen und dann sind wir zum Langlaufen. Das allererste Mal unsere nagelneuen Langlaufski benutzt. Und wir haben es dann, also war wunderbar, ganz toll. Aber wir waren keine 5 Minuten daheim und der Schnee wurde immer mehr Regen. Und dann war es mit dem Langlaufen und mit dem Winter vorbei. Und das Jahr davor, also den Winter davor, 16, 17, die Saison, da hat man ja die Langlaufski genau an dem Tag gekauft, an dem es Regnen angefangen hat und dann war der Schnee auch nie mehr gesehen. Ja, also dieses Jahr oder jetzt diesen Winter werden es 2 Jahre, dass wir Langlaufski daheim stehen haben und sind einmal damit gefahren. Ich hoffe, den Winter wird es besser. Aber dafür konnte ich den Pulli jetzt schon ein paar Mal ausführen, nämlich zu den diversen Christkindlmärkten, auf denen wir waren. Genau. Ja, und ich halte euch hier immer mein Projektbuch in die Kamera. Also ich habe ja da einfach einen Ordner und den ein bisschen beklebt. Und er ist echt schon voll. Ja, also wenn man da so guckt. Und das ist alles 2018. Also es sind 2 Sachen sind noch drin von 2017. Eben der Pulli und ein paar Socken. Das waren die Weihnachtssocken, die ich letztes Jahr mit Elli und Karin gestrickt habe. Die natürlich bis Heiligabend fertig werden mussten. Und dann habe ich ja eben bei der Annette das gesehen mit dem Projektbuch und habe dann angefangen. Und deswegen sind noch 2 Sachen von 2017 drin. Aber sonst sind das hier alles die Projekte von 2018. Ja. Und ich habe auch schon einen neuen Ordner gekauft für 2019. Ist auch hier hinten schön beschriftet. Genau, habe ich mir gedacht, den muss ich euch auch mal zeigen, so als kleinen Jahresrückblick quasi. Wobei der richtige Jahresrückblick kommt dann irgendwie, habe ich für die nächste Folge dann noch vor im Januar. Für dieses Mal habe ich jetzt noch einen Ausblick. Planung 2019. Ihr werdet euch vielleicht auch so die ein oder anderen Gedanken machen. Was mache ich denn? Was stricke ich denn? Was tue ich denn? Ja. Also mein oberstes Ziel ist ja nach wie vor UFOs und Stash abbauen, was mir nicht wirklich gelungen ist dieses Jahr. Aber dazu Näheres dann im nächsten Video, weil ein bisschen geht das Jahr ja noch. Ich habe ja noch Chancen. Nee, aber die Planung für 2019. Ich hatte letztes Mal schon von dem Uhuru-Karl erzählt. Genau, da ist jetzt auch, die habe ich nicht da, die Kid Silk gekommen, die ich mit der Wolle zusammen verstricken möchte, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Habe ich euch die gezeigt? Ich glaube, da war ich mir noch nicht sicher, welche ich nehme. Aber ich habe es jetzt auch nicht da und insofern, ich zeige sie euch einfach beim nächsten Video, weil dabei ist der Karl dann auch schon gestartet. Genau. Also den Uhuru-Karl stricke ich mit. Genau, aber verlinkt hatte ich euch die Videos von der Annika und der Yvonne für weitere Details. Dann hat die Jenny vom Wolligen Geplauder aufgerufen zu einem 6 in 2019. Und zwar das Ganze angelehnt an das Würfeln, das die Annika von mit den Cats and Unicorns und eben die Annette für Sternenelfin, die erzählen ja immer von ihrem Stricktreffen und dass da eben dann gewürfelt wird, welches Projekt als nächstes drankommt. Und sowas macht die Jenny fürs nächste Jahr auch, aber halt eben nicht beim Stricktreffen, sondern halt über YouTube. Genau, das Video werde ich euch auch verlinken, damit ihr da, wenn ihr Interesse habt, die weiteren Infos dazu euch anschauen könnt. Und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, aber das erklärt die Jenny alles.
Also das verlinke ich euch und ja, würde mich freuen, wenn einige von euch mitmachen. Oder vielleicht sind auch schon einige dabei. Wir sind schon eine ganz große Gruppe und ich kenne da natürlich nicht jeden. Ja, und es war auch so nett. Eine hatte geschrieben, weil es eben darum ging, auch ja, der Podcaster ist dabei und die Podcasterin und so. Und dann hatte ich schon eigentlich, oh, so viele VIPs. Und mir gedacht habe, oh Gott, als VIP bin ich noch nie bezeichnet worden. Bin gleich ganz aufgeregt gewesen. Ja, also da guckt gerne mal bei der Jenny rein. Ja, und dann war so, unabhängig davon hatte ich mir vorher schon Gedanken gemacht. Ich würde gern zu einem mal meine Restedecke eben weiterbringen und zum anderen eigentlich auch gerne mal meine Socken wollen weiterbringen. Wobei jetzt mit jedem Monat ein Sockenstricken zusätzlich zu den anderen Projekten wird vielleicht ein bisschen viel. Deswegen habe ich mir gedacht, also ich möchte gern schauen, dass ich jede Woche ein Quadrat an der Decke stricke. Ich meine, jetzt habe ich es auch im Großen und Ganzen geschafft, jeden Tag eins zu stricken. Das wird mir dann auf Dauer ein bisschen viel, aber zumindest jede Woche ein Quadrat. Dann sind es auch 52. Ja, und vielleicht auch zumindest 6 Paar Socken, so alle 2 Monate. Mal schauen. Aber Priorität haben dann natürlich erstmal die Projekte 6 in 2019. Ich habe mir auch schon Projekte rausgesucht, wobei ich gerade so am Überlegen bin, alles nochmal über den Haufen zu schmeißen. Weil mein Plan war 3 neue Projekte und 3 UFOs. Jetzt habe ich es, das habe ich jetzt auch wieder nicht da, meinen neuen Kalender, wo ich das notiert habe. Aber da stehe ich jetzt nochmal schnell auf. Weil der ist nämlich hier in der Nähe, aber die Wolle muss ich im anderen Raum holen, das geht dann nicht so schnell. Also, ja, wo habe ich denn die Stricktools? Also, ich habe ja auch für 2019 wieder den Strickplaner. Und in diesem Strickplaner, jetzt finde ich es natürlich nicht. Mensch. Wo ist es denn? Da steht schon ganz viel drinnen. Da, gleich auf der ersten Seite von der Abteilung. Also, es gibt in diesem Strichplaner, also auch dieses Jahr schon, diese Timeline. Das ist jetzt mehr so für die Planung, wenn ich eben sage, wie jetzt zum Beispiel das Weihnachtsgeschenk, fange ich da an oder wie auch immer. Das habe ich dieses Jahr nicht genutzt. Also, das, weil ich plane ja normal nicht so wirklich. Dieses Jahr werde ich es benutzen, eben für diese Aktion und diese jede Woche ein Quadrat. Na, mein Klebezettel verschwindet schon, das kann ja heiter werden. Also ihr seht schon, ich habe hier eingetragen, jede Woche ein Quadrat. Oh, ich hasse diese Kamera. Also jede Woche ein Quadrat und das ist hier eben nicht täglich, sondern wöchentlich. Da werde ich dann immer ankreuzen, wenn ich es geschafft habe. Und hier eben die Projekte, diese 6 in 2019. Wie genau ich das mache, ja, ach, ich denke, da werde ich mir einfach irgendwie dann im Januar reinschreiben, quasi, was ist gewürfelt worden, welches Projekt ist es und das gilt dann für Januar, Februar. Und im März schreibe ich halt dann das nächste rein, das gewürfelt wird und so weiter. Und das ist quasi meine Planung. Also jeder macht das ein bisschen anders. Manche haben da ganz tolle Collagen gebastelt mit ihren Projekten. Bei einer habe ich gesehen, die hat sich Kuverts packen lassen. Also die weiß nicht, was in welchem Kuvert drinnen ist. Welches Projekt? Fand ich eigentlich auch ganz spannend. Ich persönlich habe es so gemacht. Genau. Und mein Gedanke war, ups, eben ich nehme 3 UFOs und 3 neue Sachen, die schon länger in meiner, oder 2 Sachen, die in meiner Queue stehen. Einmal den Campsite Cardi und einmal den All the Love. Das ist so wie der Boxy. Da hatte ich ja so einen Farbverlaufsgarn extra dafür gekauft. Und dann hatte ich überlegt, entweder meine Chorjacke oder den Like a Cloud, die Jacke. Da bin ich mir auch, ich habe jetzt hier Chorjacke geschrieben, aber da bin ich mir nach wie vor nicht ganz sicher. Und eben 3 UFOs. Und dann ging es schon los, dass ich gar nicht entscheiden habe können, welche 3 UFOs. Und dann haben wir gedacht, gut, wenn also die Zahl, wo ein UFO dran ist, ausgewürfelt wird, dann los ich quasi innerhalb meiner UFO-Liste nochmal selber aus. Das wird jetzt gestrickt. So, jetzt ist es aber so, dass
da ganz viele tolle Projekte gezeigt werden in unserer Gruppe, die da gestrickt werden sollen. Und es sind einige dabei, die ich auch habe, wo ich schon die Anleitung habe oder die schon länger in meiner Queue ist oder wo ich teilweise oder wo ich die Wolle schon dafür gewickelt habe, teilweise. Ja, und jetzt bin ich wieder so, dass ich mich so gar nicht entscheiden kann. Mache ich UFOs, mache ich was Neues? Wobei jetzt zum Beispiel 6 Jacken oder Pullis wäre jetzt auch ein bisschen arg viel. Also ich sollte vielleicht zwischendrin dann doch auch mal eine Mütze oder Socken oder irgendwas nehmen. Ja, es ist jetzt echt schwer. Jetzt habe ich in der Gruppe schon den Tipp bekommen, dann quasi mach doch da ein UFO fertig. Und wenn das UFO fertig ist, dann, also schreib dir quasi immer auf UFO plus irgendwas Neues. Und wenn das UFO fertig ist, dann schlägst du gleich das Neue an innerhalb diesem 2-Monats-Zeitraum. Wäre natürlich auch ein guter Plan. Ja, also ich war mir eigentlich sicher, ich bin dann fertig mit meiner Planung, aber nö. Mal gucken, werde mich nochmal umentscheiden. Die Frage ist eh, ob ich das ganze Jahr durchhalte, weil ich kenne mich, bin da am Anfang ganz enthusiastisch und dann kommt aber dauernd was, ach, das willst du aber stricken und das willst du und da hast du auch schon die Wolle und ja. Ja, also so viel zur Planung, falls ihr euch dann noch anschließen wollt. Wie gesagt, gerne die Jenny anschauen und bei der Jenny melden. Oder wenn es um den Uhu-Vokal geht, bei der Annika oder der Yvonne reinschauen. Oder bei der Knit and Purl. Ah, also auch irgendwas mit A. Die gucke ich aber noch nicht. Also ich habe es abonniert. Ich muss da jetzt mal nachgucken. Nachschauen. Die Podcast, die kannte ich bis dato noch nicht. Aber Annike, glaube ich, heißt sie. Knit and Purl. Genau. Die drei machen das zusammen. Das war es mit dem Handarbeitstechnischen. Dann habe ich noch ein bisschen so kurzes Geplänkel. Ja, wir waren am Christkindlmarkt, an mehreren Christkindlmärkten. In Geretsried war man noch nie. Ein sehr netter Christkindlmarkt im Hof vom Rathaus. Ja, mit hauptsächlich viel Vereinen, ganz, ganz tolle Stände. Ein Stand war dabei. Jetzt steht die Schüssel da hinten. Ein Stand war dabei. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ich sage jetzt mal. So eine Art, also bei uns gibt es die IWL, die Behindertenwerkstätte. Und das war auch irgendwie so was Ähnliches, Integratives. Und die hatten wunderschöne getöpferte Schalen und Schüsseln. Und eine hat mich sofort angelacht und dann habe ich geschaut und dann stand da irgendwas von kleiner Schüssel 4,50, große 10 Euro. Und dann denke ich mal, gut, das wird die große sein, aber selbst 10 Euro für so eine handgetöpferte, handglasierte Schüssel, also die ist so. So groß, so. Schön, gerade schön für Plätzchen. Wobei in erster Linie hatte ich ja an eine Garnschüssel gedacht. Momentan ist es Plätzchen. Und dann sagt doch die da echt 4,50 zu mir. Und dann sind wir dann weitergegangen, was man halt macht, essen und trinken und ein bisschen gucken. Und dann sage ich du zu Antonia, du Mensch, nimm mal für deine Patentante doch auch so eine Schüssel mit, weil wir wollten eh für alle Paten Plätzchen halt in der Tüte einpacken. Und halt irgendwie noch eine Kleinigkeit dazu. Und dann sage ich, du Mensch, nehmen wir doch für die Tante da noch so eine Schale mit. Und das haben wir dann auch gemacht. Und im Nachhinein ärgert es mich echt, ich hätte gleich noch mehr mitnehmen sollen, weil die waren so schön. Also meine ist so im Petrol und ein bisschen naturfarbener Ton, auch noch außen. Die andere, die wir mitgenommen haben, ist orange. Dann gab es auch noch welche in Rot, so richtig kräftiges Rot, wo dann so schwarze Tropfen quasi runterliefen. Gab auch noch andere Farben. Also wirklich, ich ärgere mich so im Nachhinein, dass ich da nichts mitgenommen habe. Und ich weiß jetzt, muss mal googeln, ob ich da drauf komme, was das gewesen sein könnte und ob man das so unterm Jahr auch einmal einkaufen kann. Wie eben da bei uns in der Behindertenwerkstätte, die haben einen richtigen Laden, da kann man das ganze Jahr über einkaufen. Ja, also das war sehr schön. Dann waren wir, ach, dann hatten wir unseren Christbaumverkauf von der Feuerwehr. Das war auch, wie das ist zwar immer ein sehr anstrengender Tag, aber das war auch sehr schön. Und wir haben irre viele Bäume, knappe 140 Bäume verkauft. Das war eine Steigerung von 20 Bäumen vom letzten Jahr her. Also, und alle wunderschön. Also wirklich, es war kein Baum dabei, wo man gesagt hätte, der ist jetzt aber nicht so. Also da hatten wir schon ganz andere. Das war auch schön. Ja, dann war ich mit den Mädels in München. Wir waren beim Hugendubel am Stachus, weil ich da was gebraucht habe, noch für meinen Opa und meine Tante. Und da muss ich gleich mal sagen, also da bin ich ja sehr enttäuscht von dem Hugendubel. Also die haben umgebaut, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und ist an sich jetzt sehr schön, die haben nicht mehr so, wie man es vom Hugendubel oder von anderen Büchergeschäften,
kennt, nicht mehr so diese hohen Regalschluchten, sondern jetzt sehr viel mit Tischen und schon mal auch wieder ein Regal zwischendrin, aber dann halt auch wieder ein Tisch zwischendrin. Und also alles sehr schön und hell und luftig, aber die haben fast keine Handarbeitsbücher mehr. Also ich bin natürlich wie immer auf im dritten Stock, denke mal, komisch. Bin dann wieder runter, habe dann eine Verkäuferin gefragt und sagt sie, ja, da auf der anderen Seite hinter dieser grauen Wand, dann bin ich dahin. Und ich war so enttäuscht, das war ein relativ schmales Regal und da gefühltermaßen alles kreuz und quer. Also ich habe da kein System erkannt, was ist jetzt stricken, was ist malen, was ist sonst was. Und eben, also gar keine Auswahl mehr. Und die hatten echt immer eine gute Auswahl an Handarbeitsbüchern. Also wirklich, da habe ich öfters schon Bücher gekriegt, die ich bei irgendwem gesehen habe, wo ich nie damit gerechnet habe, dass ich die da kriege. Gut, ich hatte jetzt auch ein spezielles Buch gesucht, dass ich jetzt gerade das wäre jetzt schon sehr, sehr, sehr viel Glück gewesen. Aber trotzdem, nee, also da war ich sehr, sehr, sehr enttäuscht, dass die das so zurückgefahren haben. Naja, und dann sind wir halt in die Fußgängerzone runtergebummelt, waren auch nochmal beim Marienplatz am Huben, beim Hubendubel. Da wusste ich gar nicht, dass der schon wieder eröffnet hat. Die haben nämlich auch ganz lange umgebaut. Da war die Auswahl ein kleines bisschen besser oder es war vielleicht ein bisschen besser sortiert, aber war jetzt auch nichts dabei, was ich mitgenommen habe. Ja, und wir haben also die verschiedenen Stände. Ich habe mir wieder ein kleines Teelicht gekauft. Das, ja, wenn ihr genau hinschaut, hier steht's. Also so ein kleines Votivlicht, da nennen die sich, also wo gerade immer so ein Teelicht reinpasst. Und da kaufe ich mir jedes Jahr eines und habe immer dann mal mit dem Folienstift unten immer die Jahreszahlen draufgeschrieben, in welchem Jahr ich welches gekauft habe. Das ist so, ja, die sammle ich so ein bisschen. Das sind immer wunderschöne Motive. In Hamburg hatte ich mir auch eins mitgenommen, mit Hamburg drauf. Das ist jetzt gerade im Keller, weil jetzt sind gerade die Weihnachtsteelichter da, natürlich. Ja, genau, dann haben wir da auch die Mädels und ich noch was getrunken und ein bisschen aufgewärmt. Dann kam der Martin noch und haben überlegt, oh, wo gehen wir denn hin? Und sind eben Richtung Residenz und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, wenn es nicht arg zugeht, weil der Christkindlmarkt in der Residenz ist auch immer sehr, sehr schön. Aber die letzten Jahre war der so überlaufen. Nö, aber diesmal ging es. Also man ist sich nicht gegenseitig auf die Füße getreten. Ja, dann haben wir da noch was gegessen und ich weiß schon, da ist dann immer ein Stand, die Plätzchenausstecher haben. Da haben wir uns was mitgenommen, eine wunderschöne Schneeflocke und einen so kleinen quasi Lebkuchenmann zum eben so halt Ausstecher. Und was war denn noch dabei? Irgendwas haben wir noch mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr. Und so ganz normale runde Ringe, so ein Dreierset in verschiedenen Größen, weil ich hatte zwar da mal einen, aber der ist spurlos verschwunden. Naja. Ja, genau. Und wo waren wir noch? Ja, dann waren wir letzten Samstag im Christkindlmarkt in Meising. Das ist auch ein ganz kleiner. Der ist jetzt leider nicht mehr da, wo er vorher war. Der war immer so schön an einem Weiher gelegen. Und war einfach generell da so eine ganz tolle Atmosphäre und nicht so, wie man es halt sonst kennt mit den Christkindlmärkten in der Stadt. Ja, aber das ist da jetzt leider nimmer und jetzt ist woanders im Ort und ja, man hat schon gemerkt, also es ist nicht so gut gelaufen wie die letzten Jahre. Und ja, wir hatten da Waffelteig hingebracht für einen Faschingsclub. Die haben da immer einen Stand und da soll man immer Waffelteig oder Muffins bringen. Ja, und den Waffelteig, die doppelte Menge, haben wir dann so, wie er war, wieder mit heimgenommen, weil die gesagt haben, sie haben noch so viel dastehen und es war dieses Jahr immer weiß. Hatten sie zu viel Teig? Haben sie zu viel für die Waffeln verlangt, weil sie ein bisschen mit den Preisen aufgegangen sind? Oder waren tatsächlich weniger Leute da? Man weiß es nicht. Ja, und insofern hat sich dann am Montag die Feuerwehr gefreut, weil da hat man nämlich Weihnachtsfeier und dann haben wir da den Waffelteig und das Waffeleisen mitgenommen und dann habe ich da, ich weiß nicht, wie viel 100 Waffeln gebacken. Also der Teig waren 1 Kilo Mehl, 1 Liter Milch, 2 Päckchen Butter, 6 Eier, nee, 8 Eier. Ja, und halt ein bisschen Zucker, Vanillezucker, was drin ist. Also es war schon eine gute Menge. Und dann habe ich aber alle ausgebacken und gesagt, lieber friere ich dann die fertigen Waffeln ein, weil mit dem Teig war ich mir nicht so sicher. Und aber es ist nicht arg viel übrig geblieben. Also die haben ganz schön zugeschlagen. Und die paar Waffeln, die essen wir jetzt immer noch zum Frühstück, die Tage, bis sie weg sind. Ja, so ist das.
Ja, müssen wir mal gucken. Freitag wollten wir auch noch aufs Tollwood, aber es soll so kreislich werden und regnen und stürmen und dann macht es auch keinen Spaß und dann ist man auch mal eventuell sogar zu gefährlich. Aber jetzt schauen wir mal. Ihr Lieben, die letzte Folge für dieses Jahr 2018 nähert sich dem Ende. Ach, jetzt habe ich doch ganz schön lang gequatscht wieder. Naja. Darf auch wieder sein. Außerdem kennt ihr das ja von mir. Ich wünsche euch allen ganz, ganz wunderschöne Weihnachten. Feiert schön mit euren Lieben. Feiert in Ruhe. Ruhige Weihnachten wünsche ich euch. Ja, ich denke auch an alle, die im Laufe des Jahres lieben Menschen verloren haben, die jetzt das erste Weihnachten ohne diesen lieben Menschen feiern müssen. Ich denke ganz, ganz fest an euch. Ich wünsche allen, dass ihr gesund bleibt, gesund werdet. Ja, und einfach alles, alles Gute und schöne Weihnachten. Rutscht gut ins neue Jahr. Auch da wünsche ich fürs neue Jahr, wünsche ich euch ganz viel Gesundheit, ganz viel Wolle, ganz viel Kreativität. Und ja, wir schauen mal, was das Jahr bringt. Wie gesagt, ich möchte nach Leipzig. Ich werde auch garantiert wieder nach Vaterstetten fahren. Mal schauen, wo es mich sonst noch hin verschlägt oder uns. Die Antonia begleitet mich ja dann da immer. Und ich würde mich freuen, wenn ich da möglichst viele von euch einfach kennenlernen darf. Aber da gibt es natürlich dann eben entsprechend immer noch die Folgen im Laufe des Jahres. Habe es nicht vor, mit dem Podcasten aufzuhören. Ja, in dem Sinn, ich wünsche euch alles, alles Liebe für Weihnachten, fürs neue Jahr. Wir sehen uns dann im Januar wieder nach den Ferien. Die Schule geht wieder los am 7. Dezember, 7. Dezember, am 7. Januar. Und denke, in der Woche werde ich dann aufnehmen und auch mit einem kleinen Jahresrückblick. Also bis dahin, macht's es gut, alles Liebe, bis zum neuen Jahr. Pfiat euch!